Moin Freunde, willkommen zurück zu Portal 2 Community Test Kammern. Wir haben beim letzten Mal hier 5 Kammern runtergeladen. Die erste, nämlich den Stairway to Heaven, schon beim letzten Mal gespielt. Und jetzt schauen wir mal, was uns heute erwartet. Also nicht den Workshop durchstöbern, sondern direkt von Alice Science Cubed spielen. Zeig uns, was du gebaut hast, Alice, Alice oder wie auch immer ich deinen Namen aussprechen darf. Ich freue mich auf dein Gebastel. Taken over the building. If you can get out now. They're... Oh God, they're breaking through the barricades! Gottesanbeterin, ne? Das sind auch so Viecher, vor denen ich mag das nicht mehr, die anzusehen. Also so große Nahaufnahmen, boah, da zittert's mir. Ich mag die nicht, auch wenn ich ja eigentlich ein Tierfreund bin, aber naja, ich meine, ich tue ja auch nichts gegen die Viecher, aber ich mag sie nicht. Okay, das ist schon wieder sowas, das hatten wir schon bei Hunter. Also jetzt natürlich nicht in genau diesem selben... Warte mal. Gut, dass ich jetzt hier in die Suppe gesprungen bin, war Blödsinn, aber das hätte man einfacher haben können, glaube ich. Ich will nur mal jetzt kurz was überprüfen. Und zwar hätte ich das nicht so genauso gut machen können. Ach nein, das ist einfach ein Troll. Okay, warum auch immer der jetzt da eingebaut ist, ich wollte es nur kurz nachprüfen, warum da überhaupt eine Portalfläche ist, weil die bringt ja sonst offensichtlich gar nichts. Gut, aber so, der normale Weg ist natürlich wirklich relativ simpel. Einfach hier rum und sich dann rüberfletschen lassen. Das kriege ich gerade noch so hin, denke ich. Oder wohin werde ich hier gefletscht? Nö, ja, da werde ich schon richtig gefletscht, das ist gut. So, was nun? Da geht's runter. Brauche ich eine Barriere hier? Das könnte natürlich sein. Die könnte... Wow, 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 wow. Okay, ich brauche 3, 4, 4. Kann ich zählen? Ja, 4 Klötze, um die Tür zu öffnen. Wir haben einen Auftrag, Jungs. Kriegen wir den? Mist. Das ist ein Klassiker hier. Ja, der erste, den haben wir schon mal. Okay, das sieht nicht so schwer aus, was ich hier alles machen muss. Aber man soll den... Tag nicht vor dem Abend loben. Schauen wir mal, wo gehen wir jetzt lang? Oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Aber zum Glück kann ich die einfach fletschen. Ich weiß gerade nicht so genau, wo das andere Portal. Das führt sogar, glaube ich, noch irgendwo Richtung Suppe. Das ist ja super. So, hier haben wir einen Knopf. Was? Ah. Das ist ja lieb. Ah, das finde ich super. Wobei noch nichts bisher an die kreative Weise, den Würfel zu beschaffen, rangegangen ist, wie in einer der ersten Kammern, wo die dann alle über einen Strahl unterirdisch erstmal eine Weile durchgespült wurden, bis der kam. Das war sehr lustig. Machen wir jetzt das Ding. Gibt's da irgendwo eine gute Möglichkeit, da ein bisschen... Ja, das sieht doch gut aus. Ein bisschen hier hinzukommen. Ist das jetzt weiße Soße oder Wasser? Das ist Wasser. Okay. Ach so, da hinten hüpft ein Würfel. Den müssen wir eigentlich nur... Entweder müssen wir... Ja, warte mal. Nee, wir nehmen einfach den Würfel. Wer das denn? Ich glaube, ich bin hier jetzt gerade auf eine reine Spaßkammer gestoßen. Die ist unglaublich lustig. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe meinen Spaß dabei. Aber sie ist definitiv... Oh, nicht in das Loch, bitte. Sie ist definitiv nicht so anspruchsvoll. Ich weiß nur nicht, wie ich hier gerade sinnvoll wieder rauskommen soll. Hallo. Bitte. Oh, knapp. Ich habe meinen Spaß gerade. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich dachte eigentlich... Es gäbe eine Möglichkeit, diese Sprungsequenz abzubrechen. Die gab es zumindest mal. Aber irgendwie bin ich da gerade nicht in der Lage zu. Och, bitte. Ich meine, wir können das auch anders. Wir können das auch simpler haben, ja. Wo ist jetzt der Würfel? Da fliegt er. Wir können das auch simpler haben. Wenn es so nicht geht, wie ich das will, dann machen wir es, wie du wohl willst. So, einmal spülen. Sehr schön, ach, das erinnert mich daran, dass ich auch gleich noch mein Geschirr spülen sollte, aber das kommt später.
So, einer fehlt noch. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Da, den haben wir. Den da oben haben wir. Den da rechts haben wir, fehlt der unten. Ja, dann holen wir uns mal noch den. Immerhin mal wieder eine Kammer mit Konzept. Das ist doch auch schön. Wieso ist das hier eigentlich immer so hell? Und wieso ist da ein Schreibtisch, an dem keiner sitzt? Fragen über Fragen. Okay, was ist das denn hier? Ich will's schon wissen. Oh Gott. Das ist ja richtig gruselig hier. Komme ich hier nochmal zurück? Wow, ist das gruselig. Hier kommt bestimmt gleich was Gemeines auf mich zu. Irgendwo wird hier ein Android sein. Nö, hier geht's nicht weiter. Hier komme ich auch nicht mehr zurück, sehe ich das richtig? Oder kann ich irgendwo... Ach so, ich kann hier einfach... Nee, mal ohne Flachs, was soll der Mist? Komme ich hier irgendwie wieder rauf? Das macht mir gerade ja so ein bisschen gruseligen Schauer über den Rücken. Dieser... Oh, das ist unangenehm, möchte ich fast sagen. Ich will hier schnell wieder raus, ganz schnell. Das ist wohl nicht hoch genug. Wir können mal zoomen. Oh, ich will das nicht. Das macht mir Kribbeln auf dem Rücken. Das wollte ich heute eigentlich nicht. Ist ja auch nicht hoch genug. Geht das nicht noch ein bisschen höher? So ultra hoch quasi? Ja, ganz oben. Wie wäre das denn? Dann hier jetzt schnell nach links. Näh. Boah. Sowas, man kann ja fast eine Horrorgeschichte machen, wenn man es ganz dunkel macht und dann da irgendwie plötzlich einen Knopf macht, den man sieht, so wie den hier. Wieso kann ich da jetzt schon wieder nicht hinschießen? Das sollte doch eigentlich gehen. Kann ich den Zoom bitte einmal wieder weghaben? Oder kann ich auch auf... Nee, auf den Boden kann ich nicht. Ah! Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier noch sowas kommt. Ich dachte eigentlich, ich hätte die Map schon so gut wie geschafft. Ich habe sie doch auch eigentlich geschafft. Ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Jetzt bin ich wieder viel zu weit unten. Das ist das Problem. Eigentlich war ich ja schon durch. Der Würfel lag ja direkt davor. Ich wette, das ist nur so eine Neugierfalle. Genau wie das Ganze am Anfang. Man muss hier zwar nicht lang, aber wenn man hier lang geht, dann ist es quasi unmöglich, wieder zurückzukommen. Das war sowas von ein Troll hier. Ich glaube es fast. Ich glaube, das ist einfach nur... Trollo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 . Hahaha. Und es ist doof, dass man hier auch... Ich meine, das hier bringt ja nicht wirklich viel. Na! Ja, soll ich die jetzt resetten? Aber ich meine, nachher brauche ich den Knopf doch. Da war ja, ist ja immerhin ein Knopf. Ich glaube nicht, dass es ein sinnloser Knopf ist. Ich glaube, man muss hier tatsächlich hin. Das ist so unheimlich hier mit den Geräuschen. Geht das noch ein Stück höher? Da so. Ja, das ist, glaube ich, das Höchste. Ja, das müsste doch klappen. Komm schon. Ja. Oh Gott sei Dank bin ich da weg. Was hat dieser Knopf bitte schön gemacht? War der Rückweg? Ach, ich... Nö, der Rückweg war vorher auch da. Da bin ich... Ich meine, zurückkommen ist ja nun wirklich keine große Leistung hier. Irgendwas muss dieser Knopf aber gebracht haben. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht was. Ich glaube, es war ein Troll. Ich bin mir nicht sicher, warum das da war. Es war gemein gruselig, aber ich bin froh, dass ich es hinter mich gebracht habe. Das war eine unglaublich seltsame Kammer. Noch seltsamer als die vom letzten Part. Also eigentlich, das an sich war ziemlich einfach, schnell gelöst und auch jetzt nicht so spannend, aber irgendwo cool. Aber dieses komische, dicke, schwarze Loch, ne? Ich will mal kurz gucken, was da im Workshop an Kommentaren drunter steht. Ich habe ja noch Zeit. Was steht da? Nichts. There is a bonus cube hidden in the chamber. Ach, das ist sicher ein Troll hier. Dieser Schacht darunter. Oder nee, ich hätte jetzt... Aha.
Ich hätte jetzt den Bonuswürfel gekriegt, glaube ich. Das ist es. Ich hätte jetzt einen Bonuswürfel bekommen. Dadurch, dass ich diesen Knopf gedrückt habe, wäre der jetzt irgendwo hier in dieser Kammer gelandet. Ich habe jetzt allerdings keine Lust, das noch herauszufinden. Das wäre zu viel des Guten. Ich mache mal lieber noch schnell die Map Time is of the Essence. Das gilt sogar tatsächlich, denn ich muss mich beeilen, weil sonst die Zeit wieder über... Dann dauert von QWS. Was ist das denn? I see you. I see your little feet. I'm gonna cut off your hair and put it on your feet and eat your little hair. What? Oh, and feet. Was ist denn heute nur los? Schon wieder sowas Gruseliges. Das war schon... Was ist denn hier? Die erste Kammer unheimlich, das auch schon wieder. Hä? Ich habe auch so eine Kammer noch nie gesehen. Was ist denn heute los? Ich bin hier gerade... Ein wenig schaudert's mich ja doch. Ich weiß ja nicht, was die hier alles eingebaut haben. Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Vor allen Dingen, dass der jetzt auf einmal wieder Deutsch spricht, ne? Naja, wahrscheinlich haben die einen Weg gefunden, dass das einfach darauf zugreift, auf die deutschen Sprachdateien von dem Spiel. Das ist ja auch schön. Das fände ich besser, wenn sie das generell gemacht hätten, aber... Irgendwie finde ich es gerade doch sehr dubios, was im heutigen... Video alles mit mir gemacht wird hier. Ich frage mich auch gerade, ob das hier jetzt nur eine Kammer oder eine Kombination von mehreren Kammern ist. Denn eigentlich habe ich jetzt nicht die Zeit für eine richtig lange Sache. Aber grafisch sieht das ja auch schon wieder toll aus hier, ne? Das muss man sagen. So, jetzt sind wir hier. Können wir diesen Knopf drücken. Und was hat das gebracht? Oh, das hat diese... Ah. Close enough. Oh, allein diese Ansage, die Cave Johnson am Anfang gemacht hat, war ja schon wieder furchtbar, ne? I see you. Was war das denn? Oh, kacke, das war richtig schlecht. Wow, was war dieser Blitz? Habt ihr den auch gesehen? Habt ihr nur ich gesehen? Boah, Leute, ich bin gerade ein bisschen paranoid heute. Ich wollte eigentlich hier jetzt ganz schön Portal aufnehmen, ohne dass mir da... irgendwas Böses zustößt. Aber das ist jetzt schon die zweite Kammer hier in einem Video, die mich irgendwie ein bisschen... Was war das denn? Jungs, das muss doch nicht sein. So. Jetzt bin ich im Traktorstrahl. Und die Kugel vor allen Dingen auch. Gott im Himmel. So, jetzt ist da ein Portal. Ja, okay. Was soll denn das? Ach, jetzt geht's hier runter. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Oh Gott, schnell, 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 schnell. Wieso blitzt das hier eigentlich auf dieser Map so, wenn ich ein Portal mache? Aber das hier müsste man doch auch so hinkriegen. Das war nicht. Ah, jetzt schnell hier ein Portal. Moment. Aber das da oben dürfte ja geblieben sein. Also eigentlich ist das gar nicht... Hätte ich das nicht von vornherein machen können? Nee, wohl nicht, aber... Ah ja, okay. Jetzt sind wir hier. Wie lang ist denn das hier? Ach, da ist der Ausgang. Ach ja, ich bin wieder in der Startkammer. Und diese Lichtbarriere, die war vorher nicht...
Ich weiß nur nicht so genau, wo die jetzt auf einmal herkommt, aber die war vorher nicht da, weil da bin ich ja hier nicht lang gekommen. Das heißt, ich kann jetzt raus, oder was? Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Gerne. Gerne. Ich will hier weg. Ich will ins Menü. Ich habe hier keine Lust mehr drauf. Das war aber jetzt hier. Unglaublich. Aber hat Spaß gemacht. Die Kammer war toll. Ja, ich war ein bisschen paranoid, das gebe ich durchaus gerne zu. Ich weiß nicht genau, was heute los war und warum diese Kammer vor allen Dingen so anders aussah. Ich weiß es alles nicht. Ich bin aber für heute raus und hoffe, dass im nächsten Part wieder ein bisschen heimeligere Kammern kommen. Dann werden wir nämlich Gale Error Time und Don't Get Shot spielen. Wenn ihr Kammern bastelt oder gebastelt habt, seid so gut und schickt die mir. Ich spiele die alle sehr gerne. Und ich würde mich natürlich immer über Bewertungen und Kommentare freuen, aber ich glaube, das wisst ihr. Ich bin für heute raus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Scuddy, der Rallye.